Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Tomodachis, zu Stardew Valley. Ja, tatsächlich habe ich es geschafft, einen Tag später. Wetterbericht braucht man ja nicht gucken, das wird, glaube ich, im Frühling nichts mehr. Okay, wir haben noch heute und morgen und dann ist der Frühling gelaufen. Ja, nice. Was soll man dazu anderes sagen, außer nice? Dann geht's nämlich mit dem stressigen Sommer los und ja... Nein, obwohl, ist doch egal. Weißt du, in der letzten Aufnahme noch gesagt, dass es egal ist. Außerdem, wir haben genug davon. An Geld mangelt's nicht und... Ja, wir kriegen eh immer wieder Käse nach. Haben uns halt mal unnützerweise einen Käse gegönnt. Aber was ist schon unnütz in dieser Welt? Man muss sich ja auch mal was gönnen. So. Okay. Rein ins Vergnügen. So, Käse verhökern. Hallo Hund. So. Na ihr? Na ihr Lieben? Schön wieder da zu sein. So. Geil. Ich freue mich zwar nicht so auf den stressigen Sommer, der jetzt kommt. Aber hey, einmal anbauen, einmal abernten, wird schon klappen. So, wird schon alles klappen. So, schön. Gut. Das sieht noch gut aus, aber das hatten wir ja zum Schluss auch quasi erst aufgefüllt. So, lass mich mal rennen da. Was wir alleine schon an Dinosaurier-Mayonnaise auch machen können. Sollten wir vielleicht auch mal machen vor dem einen Fest, was ansteht im Sommer. Ich glaube im Sommer. So. Na? Wer bist denn du? Fuzzle. Okay, Fuzzle. Viel Spaß, Fassel. So. Na ihr, da haben wir nochmal Bohnen, aber nochmal gießen brauchen wir dann, denke ich, wirklich nicht, weil da sollte dann nichts mehr passieren jetzt in den 2 Tagen. Außer die wachsen noch im Sommer, aber das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr. So. Und, ist was geschlüpft? Oh ja, endlich. Ich brauche mal eben... Ach ja, ich brauche auch die anderen Zettel. Moment. Die habe ich mir nicht zurechtgelegt. Schande über mein Haupt. So, jetzt habe ich sie. Und ich brauche dann auch einmal den Namenszettel. Okay. Das ist nämlich... Momento. Hedora. Ach ja, alles groß, so war das ja. Hedora. Hedora. Müsste passen. Hedora, ja. Und dann haben wir noch eins, was hier schlüpfen kann, dann ist der Stall auch fertig. Na, hallo, du Kleines. Hallo. So, dann prügeln wir direkt mal wieder eins in den Breeder. Wie sich das gehört. Dann mache ich schon mal... Na, wer wird denn hier gleich? Dann mache ich schon mal Vorbereitung für den anderen Stall. So. Mäh. So, so, so. Rein da in den Palast. Wäre halt cool, wenn wir eigentlich schon mal Felder vorbereiten könnten, aber man weiß ja, wenn Jahreszeitenwechsel ist, dann ist erstmal alles wieder dreckig auf dem Hof und unordentlich. Das heißt, das bringt leider nichts. Das heißt, den Stress am 1. des Sommers, den werden wir auf jeden Fall haben. Vielleicht sogar 2-3 Tage lang, aber das ist dann halt mal so. Da müssen wir durch. Ist dann auch alles in allen halb so wild. So. Alle von euch kann ich eh nicht erwischen, aber das ist uns ja durchaus bewusst. Okay. Schön, 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 schön.
Hey. So. So. Dann gehen wir mal weiter. Oh Gott, da liegen schon wieder Trüffel. Oh, da liegen reichlich Trüffel. So, wenn ich jetzt nicht erwischt habe, hat Pech gehabt. So. Wem ich jetzt nicht erwischt habe, hat Pech gehabt. Nee, 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 so. So wollen wir das haben. Gell? So und nicht anders. So, gibt's bei euch was zu holen? Tatsächlich ja. Wolle, wer hätte das gedacht? So. Ja, Pflanzen gießen und so. Oh, da lagen Trüffel im Weg. Wir sind der Trüffelgott, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Da wird schon wieder gegraben. Ich möchte. Irgendwo wurde gerade schon wieder gegraben. Da, oh Gott, Alter. Ja. Junge, 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 Junge. Jetzt bitte graben einstellen, danke. Hier muss ich auch mal wieder klar Schiff machen. Man sieht es aber auch echt schwer. Hier ist auch irgendein Scheiß im Weg. Oh, der ist sogar schon was größer. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg damit. Kaviar. Wenigstens liefern die Kaviar. Das Einzige, was mich halt aufregt, ist, dass wir gerade dieses verschissene Basalt nicht haben, ey. Ah ja, warte mal, wir haben ja jetzt Bienen. Okay, müssen wir eventuell Blumen davor anpflanzen? Steht das dabei? Warte mal. Stell es draußen auf und warte auf leckeren Honig, außer im Winter. Gut, vielleicht müssen die sich auch erst ansiedeln oder so. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Oder wir müssen vielleicht wirklich irgendwas dafür anpflanzen. Kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ernten. Hatte ich ganz vergessen, der eine bleibt ja hier über. Ja, oder jemand, der mit Zahlen umgehen kann, der sieht das auch direkt optisch. Aber so ein Mensch bin ich nicht. Ich und Zahlen. Aber das wissen Leute, die mich verfolgen ja bereits. So. Und die graben da schon wieder rum, ey. Trüffel, Trüffel, Trüffel. Was für andere eine seltene Delikatesse ist, ist für uns 0815 Food. Weil wir so fleißige Schweinchen haben. So. Nehmen wir dann auch direkt mit. Ich glaube, das hat man gerade in der Aufnahme definitiv gesehen. Da war so ein Hakler, weil das Bild bei mir kurz eingefroren ist. Aber das pendelt sich ein. Das hat sich gestern ja auch tatsächlich eingependelt. So. 14,50 in-game. Wir wollen ja gleich zu Penny. Ja, reden, aber kein Geschenk, okay. Ja. Genau, dann prügeln wir hier einmal den Kaviar rein. Und die Eier. Die Trüffel ja sowieso. Und zack. Die Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. So, die prügel ich auch einfach mal hier rein. Haben wir sonst noch was, was hier reingehört? Nö. Nö. Eindeutiges Nö. So. Oh, da oben ist Wein fertig. Feder, Stoff hier, Holz. So und so. Das hätten wir. Was nehmen wir denn mal?
Ja, komm, hiervon haben wir genug. Davon haben wir genug. Oh ja, eigentlich können wir Wein sammeln und so. Auch für die Reifefässer, aber... Das lasse ich erstmal. Das verkaufe ich. So, oh, da haben wir sogar noch ein Hühnchen erwischt. Ich würde sagen, ab zu Penny. Ich gehe erstmal davon aus, die ist nicht beim Spielplatz. So, sie ist nicht hier. Ist sie zu Hause? Ist sie eventuell zu Hause? Nein, dann würde ich erstmal in der Bücherei gucken. 16 Uhr in-game. Ist die werte Dame hier? Das können wir verneinen, okay. Dann würde ich tatsächlich nochmal beim Spielplatz gucken. Abigail aus dem Weg, danke. Ist die Dame hier oben anzutreffen? Oh ja, ist sie. Sehr schön. Und die gehen gerade, aber das ist mir ja egal. Hey! Fräulein! Die Dinge haben sich geändert, als der Joja-Markt eröffnet hat. Für Pierres Laden war es wirklich schlecht. Mutter mag den Joja-Markt allerdings. Die Preise sind niedrig, also kann sie dort mehr als bei Pierre kaufen. So. Warte, stopp. Was mach ich denn da? So. Geredet. Wäre zu schön, wenn es regnen würde. Okay, was machen wir jetzt noch mit dem restlichen Tag? Komm, wir holen Hartholz. Wir holen Hartholz. Oder warte mal. Ich guck einmal hier bei unserem Kumpel, dem Krobus, im Laden vorbei. Hallo Krobus. Na? An Freitagen schweige ich als ein Zeichen meiner Hingabe zu Joba. Okay. Monsterkamin, ey, eigentlich geil. Irgendwie will ich den haben. Gönnen wir uns den doch einfach. Was soll der Geiz? Das Ding will ich auch unbedingt haben, aber davon sind wir noch weit entfernt, kohletechnisch. Aber kommt alles mit der Zeit. Aber das wäre halt, wie gesagt, sehr gut für die Wüste zum Beispiel. Und das, wie gesagt, kam daher, dass ich ziemlich sicher bin, dass ich das tatsächlich schon mal irgendwie erwähnt habe. Wenn nicht, dann habe ich es halt jetzt erwähnt. So. Holz haben wir bis dato noch gar nicht gesammelt. Also jetzt klassisches Bäume fällen. Weil wir es aber zuletzt auch nicht unbedingt brauchten. Okay, okay, okay. Was daran liegt, dass wir ja die Stelle soweit halt alle erstmal hatten, haben. So, ihr kleinen Schleimsies, ich will euch gar nicht töten, da habe ich gerade gar kein Interesse dran. Da müsst ihr mir jetzt schon sehr krumm kommen, dass ich euch hier wegniete. Ganz krumm müsst ihr mir da kommen. So. Habt ihr sonst noch irgendwas Tolles für mich? Irgendwelche Pilze, irgendwas? Hier schon mal nicht. So. Nehmen wir auch mit. Wir räubern die hier komplett aus, die armen Kleinen. So, und Abflug. 19:30 in-game. Wir können schon wieder zurück zum Hof, weil wir müssen ja unter anderem wieder in die ganzen Stallungen und müssen unser Zeug da noch rausholen. So. Sehr schön. Kurz nach unseren Obstbäumen gucken, wenn wir jetzt eh aus dieser Richtung kommen. Sieht gut aus. Dann gucke ich nochmal, ob eventuell sich jetzt was bei den
Bienen tut? Ich vermute aber nein. Normalerweise hat man das immer summen gehört. Vielleicht stehen die hier auch ungünstig. Ich weiß es nicht. Wäre halt cool, wenn ich die, also hier die ganzen Bienenstöcke hinballern könnte. So, warte. Dann haben wir noch irgendwo hier Trüffel. Genau. Ich wollte sagen, weil... Na, die waren mit dem Ausbuddeln nämlich noch nicht so... oh Gott. Die waren mit dem Ausbuddeln noch nicht so ganz durch, die Schweinchen. Die übertreiben aber auch ihre Rolle maßlos, ne? Muss man einfach mal so sagen. Also Trüffelöl können wir bald in rauen Mengen herstellen, wenn wir dann irgendwann mal die Maschine haben. Was brauchen wir dafür nochmal? Goldbarren, Hartholz und Schleim. Relativ teures Vergnügen, aber dafür kommt halt viel Kohle rein, wenn man die hat. Ja, lass doch die armen Mädels schlafen, Mensch. Paule, was ist denn los, Paule? So. Und hopp. Void Mayonnaise. Void Mayonnaise. Und wir brauchen einmal Dino-Mayonnaise, aber das Festival ist sowieso noch nicht. Sobald das, also dieser eine Markt oder was das ist, sobald der kommt, hätte ich gerne Dinosaurier-Mayonnaise. Mitunter. So. So. Lass Titi schlafen. Mensch, lass Nuggets schlafen. Was soll denn das? Das kleine Nuggets. So, okay. Das wäre das. Ay, caramba. Verkaufen, verkaufen. Unseren geilen Kamin, den stelle ich, glaube ich, auch im Haus gleich auf. Dann haben wir einmal... Ja doch, die sind hier drin. Mahagoni, ne? Ja, Mahagoni-Samen. Moment. Wo waren die Dinger drin? Hier. Rein da. So, Kühlschrank. Hartholz kommt natürlich hier rein. So. Und ja. Hopp. Gute Nacht, Pegasus. Erstmal in den Keller. So, Käse. Käse, Käse, Käse. Käse, Käse, Käse. Das ist doch Käse. Ja, das ist doch Käse. So. Gut. Wo stelle ich denn mal den coolen Monsterkamin hin? Ins Schlafzimmer? Wäre eigentlich cool. Oder wir machen hier eventuell so einen coolen Bereich. Das Haus ist ja eh gerade noch komplett Kraut und Rüben. Boah, was? Der ist ja riesig. Ich stell den... Hä? Wie? Warum? Wieso? Kann man den nur draußen aufstellen, oder? Oder gibt es dafür vorgesehene Bereiche? Okay, das verstehe ich gerade nicht so richtig. Steht das als Beschreibung dabei eventuell? Bin ich zu dumm, oder was? Kann in deinem Haus platziert werden, ja? Und wo ist jetzt das Problem? Muss ich dafür eventuell den anderen Kamin... Haben wir überhaupt einen? Wenn ja, wo? Und es wird spät. Kann ich den hier platzieren? Okay, das raffe ich gerade. Null. 0,0. Ach, Leute. Ja, endlich hat er es gemerkt. Ich habe die falsche Platzierungstaste gedrückt. Meine Fresse, das ist auf dem Controller X und nicht A. Weißt du, du interagierst immer mit X. Ich weiß nicht, warum ich das gerade nicht gepeilt habe. Ich habe keinen blassen Schimmer. So. Geil. Den erstmal hier hin. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Wanddeko und so. Das Regal würde ich... Ja, nicht ganz so nah an den Kamin, aber...
Obwohl, das könnte man gut in die Ecke stellen, hier hin. Das Bild. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier haben will. Dahin. So, ich gucke auch nochmal Wetterdienst. Vielleicht hat sich ja dadurch, dass ich geladen habe, was geändert. Glaube ich aber nicht. Teils wolkig, leichte Brise, ne. Hat das Spiel einmal das Wetter festgelegt für den nächsten Tag? Ist das so? Okay, ab ins Bett. Und das ist mir gerade echt unangenehm, dass ich mich die ganze Zeit verdrückt habe. Okay, letzter Tag im fucking Frühling. Und dann geht der Stress los mit dem Sommergepflanze. Eieieiei.